willkommen hier bei Dussmann, das Kulturkaufhaus, zu dieser außergewöhnlichen Buchpräsentation. Wir haben Stefanie zu Gutenberg heute hier zu Gast. Vor einigen Jahren sprach man mich von dem Verein Innocence and Danger darauf an und war mit der Bitte, ich solle mir doch mal einfach mal einige Unterlagen durchlesen und mir mal einige Fakten zu Gemüte führen. Das Buch von Stefanie zu Gutenberg ist ein Buch, das Tabu bricht. Das Tabu des sexuellen Missbrauchs an Kindern. Ein Thema, das in unserer Gesellschaft bislang verschwiegen wird. Das ist schlimm für die Opfer und Sie, Stefanie zu Gutenberg, hat diesen Opfern eine Stimme gegeben. Also es gibt so unterschiedliche Bilder, die man von so einem Täter hat. Und alle von denen muss ich eigentlich enttäuschen. Denn die normalen Täter sind nach außen hin nicht auffällig. Die sind sogar, es gehört zu einer Täterstrategie, sich ganz besonders aktiv für die Gemeinschaft einzubringen. Die suchen sich, das weiß man heute aufgrund von Untersuchungen, Arbeitsplätze und Orte, wo sie agieren können, wo sie besonders gut mit Kindern in Kontakt bekommen. Die Täter kommen ja nicht, wie man meint, aus irgendwelchen monströsen Ecken. Nein, sie kommen aus der Mitte der Gesellschaft und das ist auch das, was mich persönlich sehr betroffen gemacht hat. Die Zielgruppe sind aber auch die Handelnden, die Verantwortlichen in Schule, in Staat, in Gesellschaft, dass sie das Thema wach verfolgen. Doch der sexuelle Missbrauch entwickelt sich allmählich weiter aus dem Gefühl der Geborgenheit und Angst, aus angenehmen Empfindungen, Ekel und Schmerz, aus spielbedrohlicher Ernst. Parallel dazu versucht der Täter dem Kind die Mitschuld und die Mitverantwortung zu übertragen. Er sagt, das gefällt dir doch auch, sonst wärst du noch nicht wiedergekommen. Die Kinder haben dieser Taktik häufig nur wenig entgegenzusetzen. Ich fand die ausgesprochen wichtig, weil hier ein Thema eine Öffentlichkeit bekommt, das ansonsten sozusagen eher mit Schmuddelzeug verbunden wird. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass Frau zu Gutenberg sich dieses Themas angenommen hat. Und ich finde ihren Aufruf allgemein schon toll, nicht wegzuschauen, sondern hinzuschauen. Das auch ein Thema ist, was mich sehr interessiert. Und endlich mal jemand anspricht, dieses Thema.